Bei diesem traumhaft schönen Sonntagswetter gibt es den Podcast Was ist ein Ashram und was waren meine wichtigsten Erkenntnisse in dem Ashram? Ja, für den Ashram kann ich natürlich nicht für alle Ashrams dieser Welt sprechen, ganz besonders nicht die in Indien. Und das möchte ich auch ausdrücklich betonen. Da gibt es ja unfassbar viele. Das ist ganz wichtig, gleich am Anfang zu betonen. Ich war in einem Ashram hier in Deutschland von Yoga Vidya im Westerwald und in den letzten Jahren auch immer wieder in Bad Meinberg, dem größten Yoga-Meditationszentrum in Europa, und gebe jetzt auch ja dort selbst Seminare. Könnt ihr auch im Link sehen, was ich im September für Seminare gebe. Einmal ein Männerseminar, einmal eine Ferienwoche, eine Glücksthemenwoche, wenn einfach jemand mal einen Einstieg in ein bewusstseinserweitertes Kapitel wagen möchte. Und in dem kleinen Ashram im Westerwald ist mir direkt beim Ankommen schon aufgefallen, dass wirklich alle Menschen dort, egal ob sie in der Küche sind, am Empfang, ob sie Yoga praktizieren, ob sie in der Bücherei arbeiten, dass sie alle so bei sich sind, dass sie zugewandt sind, dass auch eine gewisse Weise eine ganz wertschätzende Kommunikation ist. Also mir ist schon ganz anders aufgefallen, wie der Rest der Welt, wenn man durch eine Fußgängerzone geht, wenn man in einen Café geht. Das ist mir schon aufgefallen. Dann ist ja ein Ashram ein Ort, wo man eine Struktur einhält. Das heißt, wie in einem Museum, in einem Kloster vielleicht, so kann man es ja auch sehen, Kloster ist ja auch Kontemplation, Rückzug, zurückgehen, zu sich gehen, dass man morgens diese Atemübungen macht, bis 8 Uhr nichts spricht, dass man erstmal bei sich ankommt. Die Atemübungen, das wird jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, gibt es natürlich stärkende, dann entspannende, dann welche, die uns nach oben aufpushen. Da möchte ich jetzt hier in dieser Folge nicht so sehr ins Detail gehen. Dann dieses Mantra singen, ein Satsang, das bedeutet, die Kraft erkennen, wenn wir gemeinsam uralte Lieder singen, denn Mantren singen wir in Sanskrit. Das bedeutet, wir kennen zwar den Text nicht, der wurde auch nirgendwo mal komponiert, sondern das ist ein uralter Gesang, wo auch mal Pandits, die also damals, oder ich erkläre es mit der Hildegard von Bingen, Hildegard von Bingen hat ja auch gesagt, ich habe die Lieder nicht komponiert, ich bin wie so ein Gefäß, wo alles durchgegangen ist. Und so ist dann auch diese Worte um Namah Shivaya, Jaya Ganesha, Shiva Shambho sind mit Bedeutungen versehen, zum Beispiel Glück und Wohlergehen allen Menschen oder Kraft, Hindernisse zu überwinden, Liebe, Zugang zu höherem Bewusstsein. Und wenn man diese Mantren, ähnlich auch wie in unserer katholischen Kirche, ich komme nämlich gleich darauf, es wird nicht vermischt mit Religionen, dass man dort Halleluja singt, das Kyrie singt, wenn man etwas mehrfach wiederholt. Und das sind nun mal Mantren. Diese Klangstrukturen, die öffnen unser Herz, die reinigen uns, die reinigen auch negative Worte, Gedanken. Und dieses Mantra-Singen ist jeden Tag Teil des Ashram-Ablaufs. Wir können uns entscheiden, ob wir am Morgen hingehen oder am Abend. Davor gibt es eine Meditation, dann einen kleinen Impuls, da wird dann aus den unterschiedlichsten Schriften vorgelesen. Es kann aber auch mal ein alltäglicher Impuls sein. Das Schöne ist, wir sitzen da, wir nehmen uns Musikinstrumente, wir können die Augen schließen und nur lauschen, wir können mitsingen. Es ist alles nicht so starr, dass man sich das vorstellt, es ist ein Ort der Erfrischung. Und es dreht sich vieles um einfach diese Klärung des Geistes,
dieses integrale Yoga, wie es dort gelehrt worden ist, bei der Yoga-Lehrerausbildung, die ich ja dann letzten Endes auch absolviert habe, geht es darum, A, der Aspekt dieser körperlichen Übungen. Nur das ist, um es nochmal zu betonen, nicht Yoga. Yoga ist selbstverständlich, dass wir im Körper flexibel sind, dass wir mal zur Ruhe kommen, dass wir unseren Körper spüren, dass wir Zugang finden. Ja, brauche ich vielleicht gerade die Dehnübung, die Bewegung. Wir bekommen ein gutes Körpergefühl wieder durch Yoga. Wir bekommen Flexibilität, um dadurch auch flexibel im Kopf zu sein. Und es gibt Übungen, die haben energetische Wirkungen. Und nur mal ein Beispiel, eine Übung fördert Hingabe an das Leben. Nicht immer so krampfhaft festhalten. Diese Dinge sollte ich mal separat in Podcasts in die Tiefe gehen, weil es ist hochspannend. Es geht aber auch darum, durch die Meditation, durch die Atemübungen, was auch Teil integrales Yoga ist, dass wir einfach wieder unsere Intuition erwecken, uns andocken, dass wir können dadurch auch schlafende Fähigkeiten erwecken. Wir bekommen klare Erkenntnisse. Deswegen ist Meditation so unfassbar wichtig in der Zeit. Wenn ich jetzt höre, jemand soll ein 8-jähriges Mädchen in eine Therapie schicken, weil es Konzentrationsschwächen hat. Meditation wird alles aufgelöst. Wir haben Konzentration, wir haben eine Klarheit. Der nächste Aspekt ist das Raja-Yoga und Jana-Yoga. Das eine ist die Geisteshaltung. Das andere ist Yoga, das lebenslange Studium von Wissen. Lebenslanges Lernen ist auch Yoga. Bhakti und Karma-Yoga, gebe ich auch mal ein Beispiel. Mir hat eine Freundin gesagt, ich mache gar keine Körperübungen mehr. Ich mache keinen Hatha-Yoga mehr. Ich gehe in Hospize, nehme meine Harfe mit und spiele für die Menschen dort, berühre sie. Das ist zum Beispiel Bhakti-Yoga. Damit wir die Liebe anderen geben. Ich kann auch in einer Massage jemanden Bhakti, Liebe geben, meine ganzen Gedanken, Kraft, Liebe, neue Energie ins Kochen kann ich Bhakti. Ich kann kochen, kann mir kleine Mantras hinstellen, kann jetzt in diesem Moment liebevolle Gedanken jetzt dir schicken, wo du gerade zuschaust, aus tiefstem Herzen. Und Karma-Yoga ist auch bedingungsloses Tun. Man kann das jetzt mal ganz simpel alles erklären, etwas auch tun, wo wir nicht gleich schon wieder, was gibt's zurück oder diese Erwartungshaltung. Karma kann man auch nochmal in einem ganz separaten Content sehen. Da gibt es ja auch im Moment diese Serie in einer Fernsehsendung, die ich mit Sicherheit im nächsten Podcast dann erwähne, Cash or Karma, also ganz fehlgeleitete Dinge. Karma ist, du tust etwas nicht nur für dich, weil alles Gute, was du tust, hat ja auch auf dich eine Auswirkung. Und umgekehrt alles Schlechte, was wir tun, dafür werden wir auch irgendwann, irgendwo auch mal zur Rechenschaft gezogen. Und auch bedingungslos für andere Menschen. Und all diese Dinge oder diese Themen, natürlich kombiniert mit gutem Essen, nahrhafte Lebensmittel, alles wurde frisch gekocht und dann auch zum Beispiel dieses Karma-Yoga in der Mittagspause, bei jeder von uns so eine Art Seva. Also der eine hat dann vielleicht im Garten mitgeholfen, wenn er frei hatte. Ich zum Beispiel kam ziemlich spät, als ich mal losgezogen habe. Ich musste immer die Toiletten checken, ob die schön sauber sind. Und jemand anders, der hat die Zimmer gereinigt oder auch gecheckt, wenn jemand abgereist ist. Es sollte ja auch jeder selbst viel für sich tun, um auch wieder die Achtsamkeit, wie verlasse ich mein Zimmer, mache ich morgens mein Bett. Das sind zwar kleine Aspekte jetzt, aber deswegen erklärt sich diese Achtsamkeit, wie wir sprechen, was wir tun, wie wir mit unserer Umgebung umgehen, ja, wie wir mit unserem Zimmer umgehen, wie wir es hinterlassen, wie wir durch den Wald gehen, ob wir irgendetwas zertreten oder uns nicht an Naturschutzgebietregeln halten.
Also es sind nur kleine Beispiele, um einfach das Große ein bisschen näher zu bringen. Und die Menschen, die dort auch von den Religionen zusammenkommen, ich bin ja ein christlich geprägter Mensch und jemand anders ist vielleicht hinduistisch, atheistisch, muslimisch, alle eint etwas durch dieses Studium des alten Wissens, durch diese Ruhe, Tiefe bei sich sein, durch diese ganzen Erfahrungen, wo du mal wirklich nicht mehr neben dir stehst, sondern ganz bei dir bist, kommt dir quasi auch dieses Gefühl, dass es ein Gottesbewusstsein gibt. Wie immer ihr das nennen wollt. Oder selbst der Begründer von Yoga Vidya, Sukadev Preetz, hat gesagt, meine Mutter hat zum Pfarrer immer gesagt, Herr Pfarrer, in der Kirche spüre ich Gott nicht, aber wenn ich in der Natur bin, das spüre ich, es gibt eine höhere Wirklichkeit, einen Schöpfer. Und deswegen darf man auch diese Ashrams nicht immer mit einer Religion vermengen. Wenn es Ashrams gibt, wo es nur um die eine Religion geht, dann ist das ein Aspekt. Ich kann sagen, dort wo ich war, wurde Weihnachten gefeiert, es wurde das Diwali-Fest gefeiert, es wurde ja alle Feste, und wenn einer eben gar keinen Zugang hat, war das auch okay, dass man das einfach auch mal wirklich so hört, wie es ist. Und jetzt ist schon fast mein Podcast für heute zu Ende, weil über diese persönlichen Eindrücke würde ich doch gerne noch etwas Näheres sagen, dass ich auf alle Fälle jetzt hier diese Folge schließe mit der Erkenntnis, ich war auch schon immer christlich geprägt, Messdiener früher ein Leben lang, bis ich 18 war, Schwula gespielt, ganz regelmäßig in der Kirche gewesen. Und damals ist das mehr so, ja, ich glaube. Aber ist auch heute noch so. Aber in dieser Ashram-Zeit kommt man plötzlich vom Denken ins Fühlen. Du fühlst plötzlich. Du hast plötzlich ein Gottesbewusstsein. Du spürst, in jedem ist etwas Göttliches drin. Du spürst eine Verbindung zu einem Schöpfer oder einer höheren Wirklichkeit. Und das war eine Erkenntnis, wo selbst der ein oder andere dort sagte, Christine, du bist wirklich gesegnet, dass du das so tief spürst. Deswegen gehe ich auch so gerne an diesen Ort zurück, um jetzt selbst Workshop-Seminare anzubieten. Könnt ihr in meinem Link sehen, was ich jetzt mache. Aber ich gehe auch deswegen zurück, weil es wieder ein Ort ist, der mich wieder gut auflädt. Ich treffe ganz viele unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedlicher Herkunft. Es kann einer links neben dir sitzen, der in der Schweiz, ist so geschehen, seine ganze reiche Familie zurückgelassen hat, weil die sich nur noch um ihren Learjet und um das Chalet in Kitzbühel gestritten haben und nur noch im Außen waren. Und auf der anderen Seite saß ein Mann, der hat mir gesagt, er ist im Lockdown vereinsamt. Er ist wie leer. Also andere gehen dahin anstelle von einem Urlaub, um sich dort gut aufzuladen und von morgens bis abends Yoga zu machen. Das ist sehr, sehr facettenreich und ist sozusagen jetzt mal Teil 1 meiner Erkenntnisse, was ein Ashram ist und wie ich ihn erlebt habe. Und vielleicht dann in der nächsten Folge noch einmal meine persönlichen Erkenntnisse und zu diesem Film Cash oder Karma. Om Shanti.